Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Vor uns stolziert ein wunderschöner Paradiesvogel. Ein Scavenger ist das. Wow, schauen die cool aus mittlerweile. Die schauen echt auch super aus mittlerweile. Alter, du nervst. Danke, Patty. Es freut mich sehr, dass du dich auch mal dazu bereit erklärst, was du. Alter, was zu tun. Alter. Die putzt mir weg da, ey. Super, treffen sollte man halt auch, ne? Das war's dann wohl. Super, das war jetzt echt eine Spitzenaktion. Patty, echt, danke. Aber unglaublich. Das war eine super Aktion für den Partbeginn. Kann man ja eigentlich Bambus auch fällen? Nö, oder? Na, das hat jetzt so ausgeschaut, aber es sind halt so die Bambusdinger, die haben diese komischen. Ja, egal. So. Ich würde mal meinen, kommen wir hier heil runter? Ja, es könnte gehen. Schaut das nicht so gefährlich aus? Weil dann können wir uns tatsächlich mal dem Spielverlauf hier widmen. Ui, noch eine Truhe. Ui, die ist natürlich auch verschlossen. Für später, wenn man Dietrich haben. Jetzt haben wir hier allein schon 3 Truhen gefunden. Ja, hoppala, ich bin auf den Baum geklettert. Das wollte ich eigentlich, ja, genau das wollte ich nicht. Ich wollte elegant im Wasser landen, aber nein, nix da. Nix da, vergiss es. Okay, natürlich haben wir jetzt sicher ein paar Sachen übersehen, keine Frage. Das ist nämlich normal. Zum Beispiel hier der rohe Fisch. Halt, hier bleibt nur stehen und da ist schon was da. Mega. Da drüben schaut auch aus, als wenn ich eine Muschel übersehen hätte. Ist aber nichts. Okay, passt. Wir sind ziemlich angeschlagen. Können. Halt, da ist noch eine Muschel. 2 sogar. Dürften wir jetzt eigentlich zurück aufs Boot? Nein, ich bin doch gerade erst hier angekommen. Da haben wir die Antwort. Nein, Peter, das geht nicht. Okay. So, ich bin jetzt ziemlich angeschlagen. Das war nicht mein Plan. So, werden wir mal 2 Proviantstückchen zu uns nehmen. Der Vorteil ist, dass wir jetzt ziemlich viel Fisch gefunden haben. Und ein bisschen Fleisch. Das heißt, sobald wir was zum Braten finden, also ein Lagerfeuer, ne? Klappt das dann schon. Also wir werden natürlich jetzt wieder speichern. So, dann nehmen wir gleich den hier. So und so. Und davon sehe ich mindestens einen Scavenger, sind sogar 2. Und boom! Alter! Jawohl. Den ersten haben wir schon. Wir haben auch 2 Errungenschaften auf Steam freigeschalten. Hoppala. Ich sehe gerade nichts. Sehr gut. Scavenger tot. Passt. Auch die Muschel nehmen wir mit. So. Feine Sache. Sieh mal. Ja? Dort drüben scheint etwas zu sein. Oh, das wäre gestorben. Sieht fast so aus, als läge dort ein toter Pirat. Mhm. Wie ich mir schon dachte. Wir sind nicht die Einzigen, die den alten Tempel suchen. Du solltest besser mal nachsehen. Vielleicht hat er etwas Nützliches bei sich. Jawohl, Chefin. Mach mal. Aber zuerst looten wir den Scavenger. Was bist denn du für eine schöne Blume? Die ist schön. Oh, wow. Maki-Beere. Eine Maki-Beere. Hurra, die gibt es nach wie vor. Das erfreut natürlich unser Herz. Ob es hier auch wieder Krokodile gibt? Ob es hier auch wieder Krokodile gibt. Das ist. Ja, ein Alligator. Oh, das ist diesmal gut zu besiegen, glaube ich. Nicht so schwer wie damals. Au. Der ist gar nicht so schwer zu besiegen. Ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind. Wir müssen dem Weg rauf in den Dschungel weiter folgen. Ja, ja, ich wollte es nur. Eine Zunge haben wir bekommen. Wunderbar.
Ich wollte mich eigentlich nur umschauen und ich habe mir gedacht, okay, vielleicht gibt es wieder versteckte Alligatoren oder Krokodile. Ja. Immerhin habe ich zuerst gedacht, bevor ich gesprochen habe oder gehandelt habe, ne? Das ist sich gerade so noch ausgegangen. Ja? Dass mir keine Klagen kommen, ne? So, okay, dann untersuchen wir mal den toten Piraten. Was hat er denn Feines? Ein Logbuch öffnen, um eine Quest zu markieren. Okay. Neues Questziel, Schatz und so. Untersuchen untersuche den toten Piraten. Also 11 Logbuch. Markiere eine Quest auf deiner Karte, indem du sie auswählst und dann auf der Karte markieren klickst. Okidoki. Schatz eines toten Piraten. Ein toter Pirat an der Krabbenküste hatte eine Schatzkarte dabei. Darauf ist eine bestimmte Stelle hier an der Krabbenküste eingezeichnet. Ich möchte wetten, dort hat er seine Habseligkeiten verbuddelt. Jetzt, bevor sie ihn erwischt haben. Kurz bevor sie ihn erwischt haben. Auf meiner Karte kann ich den Fundort des Schatzes sehen. Auf der Karte markieren. Okay. Seekarte. Ah, der Kerl hatte eine Schatzkarte dabei. Ja. Schau doch mal auf der Karte nach, wo er seinen Kram verbuddelt hat. Der liegt noch nicht lange da. Ja, jetzt ist halt die Frage, das gehört wahrscheinlich alles zum Questingen dazu. Ich muss da ein bisschen vorsichtiger sein. So geht das. Aha, da oben. Das heißt hier so herauf und dann hier. Okay. Das gefällt mir auch so gut. Mir gefällt das so gut. Das ist so liebevoll gemacht, diese... Dieses Inventar auch hier und ach, das ist so schön. Ich mag das, das ist schön. So, also gut, man sieht hier, dass wir hier den Weg rauf dürfen. Wir müssen scheinbar sowieso hier rauf. Und hier, Start. Rechts gehen wir dann links, dann kommen wir hier zum Schatz. Alles ich möchte gleich. Wetten, sein Schatz ist hier irgendwo im Dschungel. Ja, wir haben es gerade auf der Karte gesehen. Da kommen wir fix hin. So. Übersehen haben wir hoffentlich nichts. Dann würde ich sagen, marschieren wir halt wieder den Weg weiter. Ich bin aber auch am Überlegen. Ja, nein, ich nicht nur überlegen, ich mache es auch gleich. Wir werden sofort nichts speichern. Oh. Der Geist von unserem Traum. Was war das? Mir war so, als wenn dort gerade noch. Das war doch. Oh, oh. Das ist nicht mein Magen. Oh. Oh, oh. Sei vorsichtig. Dieser Fleischfresser sieht gefährlich aus. Ja. Pass auf! Ein Drachenschnapper, um Gottes Willen. Wenn wir noch unseren Gothic 2 erinnern, die waren richtig fies. Niemand legt sich mit mir an. Okay, wir hätten die Höhle ohne Probleme machen können, sehe ich gerade. Das waren doch auch diese Drachenschnapper, oder? Der war jetzt überhaupt kein Problem. Blöd wird es wahrscheinlich dann, wenn es mehrere sind, ne? Also ich glaube, hier müssen wir hoch. Ah ja, hier müssten wir hoch für den Schatz, ne? Bevor wir den vergessen, holen wir uns den vielleicht lieber. Ah, eine Schaufel. Hier hat jemand etwas vergraben. Ja. Aber wo genau? Hier, da ist ein X, das sehen wir schon mal. Das habe ich sogar als erstes gesehen. Und hier haben wir tatsächlich eine hübsche Schaufel. Aber vorhin, bevor was passieren tut, werden wir noch schnell Gold, Klee und so weiter einsammeln. Also sprich, natürlich wieder alles mitnehmen, was wir kriegen können. Ein Goldsackerl, ein Grog. Boah, Aussicht ist hier schon schön. Oh, oh. Das ist so schön. Da ist so schön hier. So, dann würde ich sagen, Schatz heben mit der linken Maustaste. Übrigens am linken oberen Bildschirmrand sieht man immer, welche Aktionen man starten kann. Das ist super. Gut gemacht. Jetzt sieh nach, was drin ist. Ja. Ba-ra-ra-ba-ra-ra-da. 1080 Goldmünzen, Himmelsseiten her damit. Großartig. Ja, das ist echt großartig. Aber das war noch lange nicht alles, was es hier zu holen gibt.
Ja, bitte. Du glaubst wirklich, dass dort oben im alten Tempel ein großer Schatz verborgen liegt, oder? Wart's nur ab. Bald werden wir im Gold schwimmen. Ja, das wäre mir auch recht, wobei das gar nicht möglich sein soll, dass man in Gold schwimmt, so wie bei Dagobert Duck, ne? Entenhausen. Da tut man sich eigentlich ganz schön weh, wenn man in so einen Geldhaufen reinhüpft. Das ist nicht so wie bei Wasser, auch wenn es jetzt Centmünzen wären. Na, das klappt eigentlich nicht so. Aha, hier dürfte das Zuhause gewesen sein vom Drachenschnappi. Ein toter Pirat. Boah, das ist ja eklig. Das Biest hat ihn schon angeknabbert. Du musst doch immer... Ein kleiner Tempel. Oh, Entschuldigung, das wollte ich gerade nicht. Was wohl passiert, wenn man an dem Hebel da drüben zieht? Das wollte ich gerade nicht. Sie wollte bestimmt sagen, man muss, dass wir immer alles anfassen müssen, ne? Entschuldigung. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, damit wir nicht sterben, also sterben schon, aber wieder nicht so viel nachholen müssen, speichern wir kurz und betätigen mal diesen komischen Hebel. Aha. Diese Ruinen bergen viele Geheimnisse. Ja, ein Buch. Ein sehr altes Buch. Der Donner grollte durch das Tal und die Erde bebte, als ich mich dem großen Tor des alten Tempels näherte. Allein meine Feuerfaust gab mir ein wenig Sicherheit gegen die wilden Tiere des Dschungels. Hm. Wenn das ein Magier geschrieben hat, ist er bestimmt schon lange nicht mehr hier. Feuerfaust. So, was haben wir hier? 3 Goldstückchen und Kristallfackel. Was ist denn das? Goldwert 20, Verbrauchsgegenstand, Fähigkeit, Kristallmagie beeinflusst Wirkungsdauer. Diese Schriftrolle erschafft magische Kristalle, die deine Umgebung erhellen. Aha, das ist nicht schlecht. Quasi so eine Lichtspruchrolle, also es wird hell, ne? Okay. Ein Magier war hier. Xardas. Ach, keine Ahnung. So, da habe ich eine Markibeere liegen lassen. Pfui. Achso, weil ich hier noch gar nicht da war, glaube ich, ne? Dann bin ich ja unschuldig, dass es sowas gibt. Zocki und unschuldig. Das glaubt mir kein Mensch. So. Mal schauen, ob hier irgendwas liegen tut. Das wäre nämlich ein super Versteckplatz. Aber tatsächlich liegt hier mal nichts. Okay. Dann gehen wir halt ein bisschen weiter. Ein Goldkleechen. Was bist denn du? Ist das eine Mischung aus Kamelien und Ureinwohner? Oder ein Äffchen vielleicht, das könnte auch sein. Ja, abstrakte Kunst. So. So, haben wir hier jetzt da alles? Ich glaube, ja. Ich wage ein leises Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Und zwar in die Richtung. Dab, 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 dab. Ein schneller Sprint, dass es nicht so lang dauert. Da kommen wir nicht rüber. Wir bräuchten eine Brücke oder so etwas. Sieh dich hier mal um. Hier müsste es irgendwas geben, was uns weiterhilft. Morscher Baum. Okay, wir sollten uns zuerst wirklich umschauen. Die Wurzeln und der Stamm des... Ja, ich weiß schon, warte ganz kurz. Nochmal speichern. Des morschen Baumes geben eine prima Brücke ab. Ja. Sie hat gerade eigentlich das mit dem Umschauen... Ja. Patty, du nimmst uns den ganzen Abenteuerspaß. Schwesterchen, das gehört sich nicht. So. Wir möchten uns gerne ein bisschen umschauen noch hier, ob es vielleicht versteckte Muscheln noch gibt oder tote Fischchen, Proviant in Form von Schwammerl und so weiter. Wir wissen ja, wir können von dem Graffel never ever genug haben. Niemals genug haben. Ich dachte, davon wäre ein Viech. Aber dafür ein Goldklee. Und ein Goldsackerl. Ja, geilo.
Ja, spitze. So muss das ausschauen. So haben das die Piraten gern. Gut, das zu dem. Ich denke, jetzt dürfen wir uns hier, jetzt dürfen wir uns diesem morschen Stamm hier widmen. Und ho, ruck. Boah, sind wir stark, oder? Boah, sind wir stark. Einfach mal so ein Baum entwurzelt. Was, der war morsch? Das ist egal, wir haben einen Baum entwurzelt. Ja, wir sind ein echter Mann. Gut gemacht. Lass uns weitergehen, Brüderchen. Gerne, Schwesterchen. Versteckte Täler sind genau mein Ding. Ja, dann schau mal. Vielleicht findest du auch was. So. Aha, da vorne ist wieder der Geist. Ui, ein Goldklee. Ist hier noch was Blumenmäßiges? Blumenmächtig, genau. Blumenmäßig, wollte ich sagen. Schaut irgendwie nicht so aus. Na, Geistermann? Verdammt. Da war er doch schon wieder, oder? Er sieht fast aus wie... Mir kommt der auch irgendwie bekannt vor. Alte Ruine. Haben wir da nicht... Also das ist falsch, das muss ihm bekannt vorkommen. Der hat jetzt ja, ich vergesse das immer, dass der jetzt nichts mit unserem Helden zu tun hat, ne? Hier hat vor langer Zeit jemand gelebt. Das muss echt schon lange her sein. Da vorne haben wir ein Gorillalein. Ich glaube, der wird uns nicht freundlich gesinnt sein. Au. Ihre Größe bedeutet nichts. Ja, wobei der wahrscheinlich echt noch ein Junge ist, oder? Sind die wirklich so groß wie ein Mensch? Ich denke immer, die sind größer, Gorillas. Egal. So, wir schauen uns jetzt natürlich die Häuschen hier genauer an, weil auch wenn... Boah, da, Deichsel, was bist denn du? Ein Ghoul. Wo kommt denn der jetzt her? Hört der aus dem Lüftungsschacht da raus? Alter, Alter, Alter. Betty, du hast auch mal. Alter, Betty. Der ist, glaube ich, da jetzt raus. Da, ne? Ein Silberteller. Fisch, noch mehr Fisch. Proviant kann ich jetzt eh brauchen. Alter. Alter. Puh. Jetzt ist mir gerade das Herz in die Hosen gerutscht. Sind wir jetzt schon bei Resident Evil oder so? Wow. Okay. Ich habe mich wieder gefangen. Patty bleibt natürlich total cool. Oh ja, nichts dabei. Ist ja nur cool. Sie ist natürlich viel mutiger als ich. Ich bin ja auch ihr kleiner Bruder. Genau. Da darf man schon etwas Angst haben. Eine Goldpfanne. Wow. Papageienflug. Ja genau, die hatten wir, den hatten wir schon. Ansonsten ist hier, glaube ich, anscheinend nichts mehr. Ne? Noch einmal schön durchschauen. Nicht, dass wir auch nur ein Goldminzel vergessen. Schaut in Ordnung aus. Da vorne haben wir Äffchens. Mhm. Da unten war, glaube ich, nichts, ne? Na. Puh. Dann würde ich sagen, Speicher, Speicher. Ja, bitte. Und machen wir die Krallenäffchen kaputt. Hallo, Affis. Alter. Zack, zack. So. Jawohl. Wusch. Zack. Und dann haben wir noch einen. Na, würdest du bitte hingehen? Zack. Mistviecher. Ja, hätte ich auch gesagt. Heute sind hier nur noch Affen. Ha, ha, ha. Sehr witzig, Patty. Sehr witzig. Ah, Schwesterherz. Alter. So, was war hier? Schlangenwurz. Das hört sich ganz nach einer Blume an. Nach einer Pflanze an. Hier drin waren wir jetzt, ne? Ja, genau. Okay. Patty, geh mal ein Stück. Danke.
Hier lang, die Treppen hoch oder hier weiter? Ich würde mal sagen, zuerst unten alles absuchen und dann nach oben gehen. Hui, Gold, schau. Später vielleicht. Ja, Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. Hier, Gold, noch mehr Gold, noch mehr Gold, noch mehr Gold, noch mehr Gold. Kachinga, 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 Kachinga. So, warte. Schmiedehammer. Okay. Ein Messerchen, Priestermaske, Fernrohr, Meißel. Okay. Ein Apfel. Noch mehr Apfel, noch mehr Apfel. Das heißt Proviant für uns. Das ist spitze. Ich glaube, ich nehme gleich ein Stück. So. Dann können wir... Aha, hier geht es auch rauf. Puh. Würde ich sagen, hier noch schauen. Also es gibt einmal zwei Wege nach oben. Da würde ich, glaube ich, die Leiter bevorzugen. So. Weil... Goldenes Zepter, okay, Krug. Weil ich mir denke, dass das wahrscheinlich zu einem zweiten Teil des Hauses führt und nicht unbedingt jetzt zu, wie soll ich sagen, zu einer weiteren, zu einem weiteren Bereich des Dorfes. Meine ich. Würde ich jetzt drauf tippen. Das heißt, ich bin jetzt, war das hier? Ja, ich bin mal mutig und kletter hier hoch. Ja, schaut so aus. Da, 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 ba, da, ba. Pokal, Voodoo-Puppe, nochmal Papageienflug, Messer, noch ein Messer, ein Krug, noch ein Pokal, ein Goldsackerl. Die Flasche dachte ich wäre ein Grog, ist aber nicht. Okay. Aha, und hier ist die Treppe hoch. Aha, die führt da weiter. Okay, man sieht, dahin sind weitere Piraten. Da würde ich jetzt noch nicht weitergehen. Da könnte es sein, dass sich geschichtlich was tut. Da bin ich eher dafür, dass wir hier uns weiter umschauen. Die Leiter wieder benutzen, nach unten gehen und uns unten mal fertig umschauen. Ja. Ich glaube, das ist eine Spur vernünftiger. So, ah, da haben wir noch eine Truhe. Die ist mal nicht verschlossen. Wahnsinn. Eine alte Truhe. Gold. Ja, gar nicht mal so wenig. Goldener Pokal und Feuerregen. Goldwert 100. Verbrauchsgegenstand. Schaden pro Sekunde 10. Wirkungsdauer 5. Fähigkeit Kristallmagie. Beeinflusst Wirkungsdauer. Diese Schriftrolle lässt magisches Feuer auf deine Gegner herabregnen. Das ist super. Ich glaube, das können wir dann für die Piraten brauchen. Ein Feuerregenzauber. Ja. Sehr hilfreich, wenn du mehrere Gegner ausschalten willst. Ja. Und es könnte sein, dass wir das sehr bald machen müssen. Das war sehr schlau von uns, dass wir zuerst hier hingegangen sind. So. Dann können wir die Treppe dort benutzen, weil die Leiter hatten wir jetzt ja schon. Weil dann haben wir, glaube ich, wirklich alles abgesucht. Ich glaube dann, ich hoffe, dass wir zumindest 90% hier gefunden haben. So. Tap, tap, tap. Dann ist noch hier drüben was, ne? Ich glaube, wir tun nochmal speichern, glaube ich. So, und ja, bitte. Dann schauen wir uns gleich weiter um. Eine Priestermaske. Haben wir die eigentlich schon mal gelesen? Was bewirkt denn diese Priester? Ist das benutzbar? Ist das, fällt das unter Plunder tatsächlich? Priestermaske. Goldwert 85. Die Ritualmaske eines Priesters. Ja, okay. Ja. Das ist ja. Okay. Golderz, eine Schatulle.
Ich glaube, mit dem bisschen, was wir hier so finden, lässt sich dann recht gut Kohle daraus machen, glaube ich. Schau mal, dort drüben ist irgendetwas. Ja. Aber es scheint keinen Weg dorthin zu geben. Es sei denn, man kann fliegen. Aha, dafür dürfte dann die Schriftrolle gut sein, ne? Boah, ich mag das. Das Kritzeln, wenn es im Eintrag im Tagebuch ist, mit einer Feder schreibend, dieses Geräusch. Ah, das habe ich schon vermisst. So, aber hier drin waren wir noch nicht, glaube ich. Oder doch, und ich bin einfach nur doof. Das könnte auch sein. Aha, hier geht es ein Stückchen weit. Ah, schau mal, hier haben wir noch eine Truhe. Was haben wir denn da drinnen Schönes? Gold und 5 Papageienflüge. Okay. Ich glaube, das werden wir dann schaffen. Papageienflugzauber. Damit kannst du über Abgründe fliegen. Okay. Dann gehören diese 5 Versuche anscheinend tatsächlich zum Tutorial. Das heißt, wenn wir es gut machen, was ich nicht glaube, können wir quasi 4 Stück uns sparen, denke ich mal. So, haben wir hier auch alles. Schön absuchen natürlich, ne? Das heißt, um unsere Fails gering zu halten, werden wir selbstverständlich wieder speichern, weil was wir haben, haben wir. Wir wollen nichts Unnötiges verbrauchen und verschwenden. Das heißt, wir werden einmal diesen Zauber benutzbar, glaube ich, ne? Fällt das auch unter... Na, Magie, hoppala. Magie. Papageienflug werden wir mal auf 0, glaube ich. So. Dann setzen wir den doch mal ein. Da gehst du alleine hin. Als Papagei kannst du eine unbegrenzte Zeit gleiten. Okay, du kannst Energie einsetzen, um zu steigen. Sobald deine Energie verbraucht ist, kannst du nur noch gleiten. Okay. Boah, sind wir ein schöner Papagei. So schön blau. Zurückverwandeln, rechte Maustaste. Okay. Ma, ist das schön. Eine Voodoo-Puppe. So. Nochmal Papageienflug. Alles klar. Jetzt wäre es echt peinlich, wenn ich runterfallen würde. So. Mal schauen, was es hier hinten gibt. Nix. Okay. Dann die Truhe. Funkelnder Goldring. Goldwert 50, Silberzunge 50, einschüchtern. Silberzunge 50, genau. Silberzunge plus 5, einschüchtern plus 5. Ein polierter, funkelnder Goldring. Rumhammer und 160 Gold. Wir nehmen natürlich alles mit und rüsten selbstverständlich auch sofortigst den Ring aus. So. Fisch! So, nochmal ein kleines Blicklein hier oben. Ich sehe gerade nicht, ob da drüben auch noch was wäre. Ich sehe da jetzt eigentlich keine Truhe. Auch dort drüben eigentlich nicht. Kann man hier hochklettern? Na. Ich glaube, da ist nichts, oder? Dann könnten wir uns theoretisch wieder so, ne? Dann könnten wir weitergehen. So. Wieder die Treppen hoch. Und zu unserer Schwester. Bin wieder da. Freut mich. Wir auch. Gut. Dann würde ich sagen, das war ein schöner Rundflug. ich würde sagen, im nächsten Part schauen wir uns mal das Lager da vorne an mit diesen Humble-Männern. Ich vermute, dass wir jetzt gleich diesen Feuerregenzauber brauchen werden. Mal schauen. Ich glaube nämlich nicht, dass die uns freundlich gesinnt sind. Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!